Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Atomreaktor Simulator 2022. So, lass mal überlegen. Also abgesehen von den Löchern, die wir hier haben. Achso, ja, Wasser muss ja auch noch rein. Beziehungsweise in die Wasser können wir von oben reinmachen, ne? Also, soweit ich weiß, kann es oben offen bleiben und unten muss ja sowieso auch offen bleiben. Unten, ne, wegen dem Kabel, das muss offen bleiben. Aber oben kann es, glaube ich, auch offen bleiben. Wenn ich mich nicht ganz irre. Das heißt, wir können später das Wasser dann von oben einfach reingießen. Weil sonst haben wir nämlich hier ein kleines Problem. Haben wir die Blöcke hier eigentlich schon produziert gehabt? Ja, ne? Wir hatten die Blöcke, glaube ich, schon gemacht gehabt und dann einfach nur erstmal irgendwo weggepackt. Kann das sein? Wo habe ich die denn hingepackt, wenn das so ist? Ah ja, hier. Warum habe ich davon 4? Okay. Cool, cool, cool. Das heißt, da haben wir schon mal alles, was wir brauchen. Ich stehe auf Schmerzen. Autsch. So und so und so und so. Perfekt. Cool. Das heißt, der Reaktor ist so fertig. Und abgesehen von Wasser kann er jetzt in Betrieb genommen werden. Es fehlt halt bloß noch die... Scheiße, wir kommen gar nicht ran. Verdammt, ich dachte, das reicht aus, um da ranzukommen. Kann ich hier oben eine Leiter hinbauen? Oder geht die denn in Brand auf, wenn wir das Ding einschalten? Leitern, wo sind Leitern? Leitern ist Holz. Habe ich eine Holzkiste? Ja, ne? Holz. Hier haben wir Leitern. Ein paar haben wir noch. Hier, dann sind noch mehr. Wow. So viele Leitern. Alter, warum? Ich habe Angst, wenn ich die Dinger später einschalte, dass es hier alles um die Ohren fliegt, weil die Dinger hier nicht zulässig sind und dann alles bumm macht. Gut, Automatik hat er schon mal deaktiviert, das ist schon mal sehr gut, dass wenn wir Uranstäbe reinlegen, der nicht direkt angeht, weil das wäre halt Verschwendung. Gerade weil die Dinger so teuer sind. So. Okay. Weißt du was? Ich guck mal sicher nochmal im Wiki nach. So, möchte mal, damit ihr auch was seht. Mittlerer Bildschirm, so ungefähr. So, wie war das nochmal? Das war Maltes Technics Wiki. Bitte ohne Hashtag. Anleitung Technics Mod. Ach nee, das war ja direkt bei Git, ne? Bei GitHub war das ja. So, hier. La 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 la. Genau. So, hier haben wir das große, hier haben wir die große Manual. So, war es hier auch. Guck mal, jetzt ist schon mal Uran drin. Reaktor. So. Das ist der Extraktor. Wir brauchen den Reaktor. Achso, ich habe eh vergessen. So. Radioactivity. Und hier war doch irgendwo auch so eine schematische Darstellung. Der nukleare Generator, bla bla, ist ein High Voltage Power Generator, that generates a large amount of energy from the controlled was ist das für ein Wort? Wow. Achso, Spalten. Also das Gegenteil von der Fusion. Fission. Oh, das Wort Fission habe ich noch nie gehört. Interessant.
Also Fusion kennt man ja aus dem Alltagsgebrauch, ne? Also spätestens aus diversen Animes. Fusion! Aber Fission, das Wort sagt mir gar nichts. Cool. Wieder was Neues gelernt. Also, Large amount of energy from a controlled fission of Uranium-235. It must be fueled bis Uranium fueled wird. But die Frage ist, wo steht halt, wie das Ding gebaut sein muss? Genau hier. So, the reactor structure consists of layers. So, als erstes kommen Wasserblöcke rund um den Source-Block. Okay, also es kann auch fließendes Wasser sein. Das heißt, es reicht aus, wenn wir um einmal Wasser platzieren und es dann runterfließt. Das reicht völlig aus. Okay, schon mal gut zu wissen. Die Sache ist halt, wenn wir das Wasser oben raufgießen, geht es denn wirklich zu allen 8 Seiten runter oder bildet es denn einfach nur ein Kreuz und geht nur links und rechts und also so als nur bei 4 Seiten runter? Das müssen wir nochmal überprüfen. Am besten bevor wir das Ding einschalten. So, wo war ich jetzt gerade? Genau, also muss vom Wasser umgeben sein. Darum. Hä? Moment mal. Waterblocks may be either source blocks or floating blocks. Around that is a layer of stainless steel blocks. Stainless. Musste das nicht Blei sein? Ich dachte, erst kommt Wasser, dann kommt Blei und dann kommt hier dieses explosionsbeständige Beton. Okay, muss ich mal ganz kurz gucken hier. Ich gehe mal ganz kurz. Wie hatte ich das denn früher gebaut gehabt? Ich hatte da doch. Hab ich das nicht immer mit Blei gemacht? Bin ich mal richtig? Nee, bin ich nicht. So, hier bin ich richtig. Das ist das Großhotel. So, mal kurz gucken hier. Guck mal, hier ist Blei. Da ist ein Bleiblock. Kein Stahlblock. Das ist fucking Blei. Und außen ist denn dieses Blast-Resistant Concrete. Also. Explosionsbeständige Beton halt. Aber hier drin ist Blei. Ah, siehst du, hier hinten ist übrigens meine große Zentrifugenanlage. Das Problem ist, wenn ich die auf volle Touren laufen lasse, dann sprengt mir hier die Leitungen weg. Das heißt, ich muss irgendwie das Ding noch ein bisschen optimieren. Es läuft aktuell, aber auf sehr langsamer Geschwindigkeit. Ne? Wenn ich also hier einschalte, da kommt immer so ein Stoß alle 10 Sekunden. Jetzt war natürlich schon ein bisschen, also ist quasi auf sehr, sehr langsam eingestellt. Weil ansonsten überladen hier teilweise diese kleinen Mini-Rohre hier, die immer hier rauskommen. Und dann explodiert das Ding. Und das Problem ist, dass sich diese, ja, dass dann man das Ganze abschalten muss, abbauen muss, wieder aufbauen muss und die ganzen Sachen halt runterdroppen, man wieder alles aufsammeln muss und dies, das, Ananas ist sehr behindert.
Von daher habe ich das jetzt auf sehr lange eingestellt. Passt schon. So, aber das war gar nicht das, was ich gerade gucken wollte. Sondern das hier scheint falsch zu sein. Ja, ein Wasserblock. Und dieser musste nämlich umgeben sein mit einem Bleiblock. Und nicht Stainless Steel. Gut, the layer, the one in the core, don't have to be absolutely complete. Genau, jetzt ist es wieder interessant. Er muss nicht komplett durchgehend vollständig sein. Denn wenn er komplett wäre, wäre es nicht möglich, ein Kabel zu verlegen. Logisch. So, das Kabel macht es nötig, dass mindestens ein Block fehlen kann. Das Wasser. Okay, also Wasser darf nur ein einziger Block fehlen. Das heißt, unten, wo das Kabel ist, da darf Wasser fehlen. Ansonsten muss das Wasser aber überall sein. Okay, der Stahllayer, in unserem Fall also eigentlich Blei. Wahrscheinlich ist es noch eine alte Anleitung. Der Blei-Layer darf zwei Blöcke fehlend haben. Und das Blast-Resistant Concrete. Auch zwei. Okay, genau. Das heißt, wir können oben und unten jeweils eine Öffnung haben. Genau. Das macht es möglich, dass man nicht nur einen Kabelkanal hat, sondern auch noch ein Inspektionsloch. Genau. Ja, gut, okay, ja. Was hier steht, ist quasi einfach, dass man das Inspektionsloch von oben eigentlich gar nicht bräuchte, weil man ja auch von unten reingucken kann, weil das Kabel blockiert ja nicht den gesamten Block, sondern man kann ja auch am Kabel vorbeigucken. Ne? Aber wie gesagt, wir wollen halt von oben gucken. Von daher macht es so schon Sinn. Ja, das heißt, es funktioniert tatsächlich so. Cool. Das ist alles, was ich wissen wollte. Dankeschön für diese Information. So, dann machen wir mal weiter. Vollbild. Und für euch wieder Fenstermodus. Bam. So. Ich sollte pennen gehen. Ich habe mich in letzter Zeit so häufig als Walker angemeldet. Ganz vergessen, dass wir hier mit Ronix spielen. Wo nämlich gerade schon. Das müsste das Passwort sein. Wo nämlich gerade schon, warum wir wieder da sind, obwohl wir da noch gar keine Homepoint gesetzt hatten. Wie kamen wir da hin? Aber ja, eben, das war der Homepoint von Walker, nicht von Ronix. Genau. So, das heißt, ach Scheiße, ja eben, ich wollte lesen, ob Holz erlaubt ist in der Nähe. Fuck my life. Was? Ich wollte eigentlich, kann ich jetzt einfach hier machen. Ich sehe gerade sowieso nicht, was ich mache, glaube. Ach, ich bin im. Oh, ich war noch. Das wäre der richtige Modus gewesen. Ups. Na ja, gut. So. So. Und. Mal kurz. Wie war das nochmal? Nein? Ah, so war das. Genau. Also müsste es direkt. Nee, war es nicht. Das hier? Oder nicht das was nicht? Das hier war's. So. Jetzt wollen wir mal gucken, wo war das nochmal? Ah, guck mal, hier steht's auch schon drinne. HV Nuklearreaktor Layout.
Da steht drin, dass man dafür Lead braucht. Ist die Anleitung jetzt nun aktuell oder nicht? Nein. So, genau, hier war das drin, hier war das. Achso, das ist genau, das ist Anreichern nur. Hier. So. Genau. Different types of radioactivity blocks mit different amount of radiation, at least radioactive. Hier. So, genau, hier ist die Struktur. Das ist das, was fehlen darf. Once running the reactor is significant radioactive, the layer of the radar structure provides quite a lot of shielding, but not enough to make the reactor safe to be unwound in two perspectives. Firstly, the shortest possible path from the core to the player outside reactor is faintly shown, and some shielding material that will damage the player. The only effect the player can cause the reactor and close. Oh, das heißt, dass wir nur zwei Reihen haben, also den Bleimantel und den Concrete-Mantel, dann sollten wir nicht zu nah rangehen, weil er doch gerade noch radioaktiv ist. Nur wenn man den mit drei Layern baut, dann ist es außen safe. What? Das Thema hat gerade ein bisschen Angst. Also die Bereiche, wo Löcher drinne sind, sind auch stark radioaktiv. Das heißt, in dieses Inspection-Loch kann man gar nicht reingehen, weil das Ding radioaktiv ist. Ich meine, klar, es macht natürlich Sinn irgendwo, aber in einem echten Kernreaktor hast du ja dementsprechend auch gar nicht solche Sachen, sondern da ist ja sämtliches radioaktives Material komplett abgeschlossen. Aber hier kannst du halt rein und das ist dann halt auch radioaktiv. Dann bringen die Inspection-Löcher ja gar nichts, wenn man da gar nicht rein kann. Alter. So, die Frage ist, was? Weil die Frage ist, hier steht ja, dass hier Löcher drin sein dürfen, ne? Genau, hier zwei fehlende Blöcke. Doch die Frage ist, heißt fehlende Blöcke, dass an der Stelle nur Luft sein darf? Oder was passiert, wenn da brennbare Materialien an der Stelle zum Beispiel sind? Wie zum Beispiel Holzleitern. Geht denn diese Holzleiter aufgrund der Radioaktivität, die wir gerade gelesen haben, die da ist, nicht, dass die Leiter dann Drops in Brand aufgehen? Oder dadurch denn das gesamte Ding hochgeht? Eieieiei, Alter. Ich glaube, es ist doch keine so gute Idee, so einen Reaktor zu bauen. Genau, weil bei uns nämlich genau das passieren wird. Ein Meltdown. Wenn er passiert, zerstört er den gesamten Reaktor und verursacht eine riesige, tödliche Umgebung. Ne? Der Kern schmilzt, er wird heiß, hochradioaktiv. Single Meltdown ist sehr. Lalalala.
What? Okay, das hier unten muss ich mal privat probieren. Wenn es zu einer Kernschmelze kam, muss man, kann man den Core was ist das? Mit Schutt überhäufen, also hier Kies überhäufen. Und dann kann man den in einem Eimer packen. Was macht man denn mit dem Eimer? Irgendwo wegschmeißen oder was? Okay. Okay, ja gut. Also, da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ich würde es tatsächlich einfach so laufen lassen, wie es ist. Also jetzt mit den Holzleitern. Ich meine, gut, wir können vielleicht auch Stahlleitern nutzen. Gucken, ob ich da welche habe. So, Fenstermodus, genau. Gucken, ob wir Stahlleitern haben. Vielleicht ist das auch optisch die bessere Variante. Stahlleitern haben wir sowas. Weil mit den Holzleitern ist es echt nicht so wohl. Da kriege ich gerade ein bisschen Bammel. Müssen wir wahrscheinlich erstmal produzieren. Okay. Stahlleitern. Stahl. Extendable Ladder. What? Wie cool ist das denn bitte? Wow. Egal, wir machen erstmal die normalen Leitern. Da brauchen wir 7 mal Stahl. Schmiedeeisen haben wir. Ist leider. Ah, ne, doch, ist das gleiche. So, schon ist die Hälfte von unserem wunderschönen Stahl wieder weg. Sehr geil. Aber besser als Holzleitern, ganz ehrlich. Das ist mir da. Das ist mir nix. Das ist mir doch eine Nummer zu heiß. So. Ja, das war ja. Hate my life. So. Ich glaube mal so und so. Genau. So, da sollte jetzt auf jeden Fall nichts mehr passieren können. Okay. Dann ist wäre jetzt die Frage. Genau, eigentlich wollten wir ja gucken hier wegen Uran, was wir da eigentlich machen müssen. Uran. Uran. So, die Dinger brauchen wir. Da brauchen wir 3,5-prozentiges. Da sind wir jetzt noch weit von entfernt, ne? Weil wir brauchen 5 Stück davon. Wir haben eine Zentrifuge, eine einzige. Und das höchste der Gefühle, das wir aktuell haben, ist 1-prozentiges, ne? Ja. Wie machen wir das am dümmsten? Wir bräuchten halt hier auch so eine riesige Zentrifugenanlage, wie ich beim AKW habe. Aber sowas zu bauen, ist halt schon sehr aufwendig. Vor allem, wir haben 6 hiervon. Das heißt, wir bekommen dann 3 von 1,1-prozentigem und dann nur noch maximal 1 von 1,2-prozentigem. Wir müssen also ganz einen anderen Stuff hier auch nochmal. Es ist halt echt heftig.
Krimskramskiste war. Hier sind doch Schienen drin. Haben wir keine Krimskramskiste? Da drin, genau, das für den Ofen. Gut, für den Ofen, den wir gar nicht mehr brauchen, da wo wir den elektrischen Ofen haben. Aber keine Krimskramskiste. Ich pack das hier mit rein. So. Wie schnell arbeitet der denn? Zentrifuge. So, bopp. Super langsam. So, jetzt haben wir hier 0,0%iges. Wenn wir das jetzt hier reinmachen, was passiert dann? Achso, gar nichts, weil wir brauchen immer zwei. So. Ich würde jetzt gerne mal erst ein bisschen rumsortieren. Also, wir haben 0,7 kommt nach da. 0,6 kann da bleiben. 0,9 kommt nach da. Da bis 0,2 kommt, keine Ahnung. 0,8 kommt nach da, 1,0 kommt nach da, du bist 0,5, also kommt 4 da, 3, 2, 0 gar nicht, 2 kommt da und 5 kommt da. So, dann erstmal wieder 2 mal 2. Wie soll das funktionieren? Alter, das ist ja richtig scheiße. So. Aber kurz, ich mach mal hier, das ist ja... Da 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 da. So, hier ist 0, hier ist 1, 2, nee, hier ist 3. 2%iges haben wir gar nicht. Okay, so 3%iges ist das nächste. Da bekommen wir einmal 4 und einmal 2. Dann ist 4%ig das nächste. Und so müssen wir quasi immer hinten anfangen, alles einmal durchsemmeln, bis wir ganz oben angekommen sind. Und dann wieder hinten anfangen, wieder alles durchsemmeln, wieder hinten anfangen, wieder alles durchsemmeln. Und das ist so oft, bis wir tot sind. Aus Erschöpfung. Ich meine, das Zentrifugieren geht ja relativ schnell, aber du musst halt ja die Scheiße mal erstmal nachlegen und so. Das ist halt das, was immer ewig dauert. Ja, von 0,6 haben wir natürlich eine ganze Menge, weil das Ausgangsmaterial ist ja 0,7. Das ist das Ausgangsmaterial. Von daher breitet sich erstmal von da dann nach oben und nach unten hin aus. Deswegen haben wir von denen erstmal so am meisten. Oh Mann, ey. Das ist aber echt der heftige Shit. So. Ba-bam. So. Sechs, fünf, vier. Eigentlich müsste ich das offscreen machen. Oder zumindest mal so eine 2-Stunden-Folge, wo wir nur das machen. Ich meine, jetzt ist ja auch schon die halbe Stunde vorbei. Das heißt, ich mache jetzt quasi, ne, ab jetzt mache ich jetzt nur noch das hier. Für die abschalten wollen, können also schon abschalten. Und dann, ja. Werde ich es wahrscheinlich dann immer mal so machen, dass ich immer am Folgenende einer jeden Folge, wenn ich dran denke, also nie, dann immer mal sowas mache, dass ich einfach mal so ein paar Minuten nehme und einfach die Scheiße durchjage. Also aber halt echt schon eine Sisyphus-Arbeit. Weil bis sie mit dem Tempo hochgekommen sind auf 3,7 oder was wir da brauchen, das dauert halt ewig. Ja, ewig.
Okay, weißt du was? Wir machen mal anders. Wir machen mal so. Und dann packen wir den ganzen Scheiß erstmal wieder zurück in die Kiste oben. Und dann gucke ich mal nächste Folge. Ob ich da nicht ein bisschen als Wallcover was mache. Bis dann.